Ich hatte jetzt was bei Telegram gepostet, schaut mal rein. Das ist aus meiner Sicht extrem wichtig, ist ein Zusammenschnitt der letzten 3 Jahre über die zeichnungsberechtigten Schriftführer der Pharma-Lobby, wie sie letztendlich die Bürger belogen haben. Mittlerweile ist es ja offensichtlich, dass es ja niemals eine Pandemie gab. Jetzt ist aber interessant, weil ich immer sage, ich liebe ja die Vogelperspektive, dass wir uns lösen, nach oben schauen. Ich meine, die Pandemie wurde ja nicht von irgendwelchen Politdarstellern hier in Deutschland, die ungefähr Kreisklasse-Niveau haben, ausgerufen, sondern von der WHO. So, das heißt also, die WHO existiert ja weiterhin. Genauso wie die großen Konzerne, die Impfstoffe herstellen wie Moderna, existieren auch weiterhin. Die haben so viel Geld investiert, das könnt ihr euch überhaupt gar nicht vorstellen. In Indien, in x Ländern wohnen und werden weiterhin große Fabrikhallen gebaut. Ich glaube doch bitte nicht im Ernst, dass die sich die Butter vom Brot nehmen lassen. Weil jetzt hier in Deutschland gerade eine Sache inszeniert wird, dass ein paar Politiker wie Lauterbach die Bürger belogen haben und immer mehr Menschen werden sich jetzt darüber aufregen. Naja, was passiert da? Das ist immer das Gleiche. Da tritt irgendjemand zurück. Dann kommt der Nächste. Oh, es ist aber der Hoffnungsträger, der wird es für uns machen. Da ändert sich gar nichts dran, weil die Entscheidungen woanders getroffen. Bei den Bilderbergern, bei der WHO und teilweise hinter verschlossenen Türen von Organisationen, die wir und ihr noch nicht mal kennt. Das ist im Endeffekt der entscheidende Punkt. Das heißt das natürlich nicht, dass man sagt, okay, ich bin ja so ein kleines armes Opfer. Davon müssen wir uns lösen, von diesen Gedanken. Wir sind kraftvolle Schöpfergötter und das will man uns eigentlich wegnehmen. Deswegen geht's ja darum, deswegen mein Video von Montag, mein Neo-Video, wo ich gesagt habe, viele haben mich abgehalten, davon das überhaupt zu bringen, über diese Thematik Simulation, künstliche Intelligenz zu sprechen. Das ist eine ganz andere Ebene, eine völlig andere Ebene. Ja, weil da geht's wirklich darum, um die Trennung von der Schöpfung, dass man eigentlich nur so eine Art willenloser Roboter ist. Da wollen sie natürlich hin. Das ändert, wie gesagt, nichts an der Tatsache. Deswegen sage ich ja, Politiker kommen und gehen. Der Einzige, der bleibt, seid ihr oder sind wir selber. Und deswegen ist immer wieder wichtig zu erkennen, wer bin ich? Mit jedem Atemzug, mit jedem Morgen, wo ich aufstehe, wirklich rauszuschauen und sagen, Dankeschön, dass dieser Tag existieren darf. Dankeschön, dass ich liebe Menschen an meiner Seite haben. Dankeschön, dass hier eine Natur ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Natur da ist, sondern die Natur ist das Wunder. Um das Wunder geht's letztendlich. Wir sind Teil dieses Wunders. Und dass wir letztendlich auch mal unsere Smartphones immer aus der Hand legen und nicht permanent, als ob die angetackert sind, sehe ich ja Leute auf der Straße rumrennen. Und das ist gewollt natürlich, das ist die Vorstufe zu dem, was ich in meinem neuen Video ja erzählt habe. Es geht ja um die Cloud, die im Kopf eingesetzt werden soll. Das ist ja das Hauptziel, kann sich keiner vorstellen. Aber die Masse konnte sich auch nie vorstellen, dass die D-Mark abgelöst wird. Das ist natürlich jetzt kein Argument zu sagen, das kann ich mir aber nicht vorstellen. So, also wichtiger denn je, nicht so viel Aufmerksamkeit diesen Leuten zu geben, weil die haben nichts zu melden im Endeffekt. Viel wichtiger ist, jeder Einzelne ist wichtig in dem ganz großen Spiel. Wir sind Teil einer ganz großen Bewegung, die derzeit sich wirklich aufbaut auf dieser Welt, in der wir leben. Und dem sollte sich jeder Einzelne auch bewusst sein, und zwar mit dem, was er tut, was er denkt. Und dafür sollte auch jeder anfangen, zumindest die Verantwortung zu übernehmen, weil das ist aus meiner Sicht der allererste Schritt dafür, für einen großen Quantensprung, den wir alle machen werden, beziehungsweise den jeder machen kann. In diesem Sinne, schönen Resttag, euer Heiko.